Hey Leute, ja, willkommen zurück hier bei Let's Play Terraria. Wir waren das letzte Mal in der Corruption. Ihr seht schon, eine Menge Krams haben wir hier wieder dabei. Aber wir wollen uns gar nicht so lange aufhalten jetzt hier. Wir nehmen einfach nochmal neue Heiltränke mit. Ach, hier hatten wir sogar noch ein paar. Denn wir werden gleich wieder in die Corruption gehen. Ich werde nur nochmal schauen, ob wir... Ah, zwei Sterne nur, okay. Packen wir aber zusammen, haben wir schon mal wieder sieben. Den restlichen Krams, den machen wir nachher, würde ich sagen. Denn wir werden erstmal eben schauen, wie viel Geld habe ich noch im Sparschwein. 5 Gold. Okay, nehmen wir erstmal eben mit und dann gehen wir schnell hier rüber zum Demo-Typen. Das ist der gute Mann da unten, genau der hier. Und der... Ah... Dreimal Dynamit... 6-mal Dynamit. Wir können Goldmünzen verkaufen für 2 Gold, 40 Silber. Das macht keinen Sinn. Naja, wie dem auch sei. 9 Dynamit. Und das sind maximal 3er-Stacks. Gut, ich würde mal sagen, mit 9 Dynamit können wir eine Menge Quatsch anstellen. Und können hoffentlich eine Menge Items aus der Corruption bergen. Okay, das restliche Geld tue ich erstmal wieder hier oben in das... Sparschwein. So, Silbermünzen. Und, ach genau, wir können Dämonite Bars herstellen. 6 Stück, meine Güte, jetzt haben wir schon 7. Wie sieht das aus? Können wir daraus schon irgendwas Tolles bauen? Nee, noch nicht. Ich frage mal eben den Guide. Oh, es wird jetzt auch gleich schon wieder Nacht. Immer wenn wir in die Corruption gehen, wird es Nacht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Guide, sag mir doch mal, was wir da alles so Schönes draus machen können. Ja gut. Ganzen Helme war ja klar. 12 Stück brauchen wir von denen. Und 6 Shadow Scale. What? Was soll denn das sein? Ist doch blöd. Ich dachte, wir können dann richtig schön das gleiche machen, wenn wir das haben. Aber wir brauchen Shadow Scales. Sind das die Sphären? Ich weiß es nicht. Nee. Die kriegt man doch nicht, oder? Ich weiß es nicht so genau. Naja, wie dem auch sei, wir packen das Zeug erstmal hier in unser Sparschweinchen rein, denn das brauchen wir jetzt nicht auf unserer Reise. Und dann, ja, Krankenschwester, mach's gut. Heute gibt's mal kein Abschiedsküsschen. Wir hauen ab. Wir werden gebraucht. Wir wollen Abenteuer erleben, denn wir sind schließlich ein Held. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ist das hier sogar die Folge Nummer 50, oder? Ja, was man nicht im Kopf hat, hätte man sich das vielleicht nochmal vorher irgendwie anschauen sollen. Aber ich glaube, es ist jetzt hier die 50. Folge gerade. Und ja, ist auch schön, dass wir da immerhin mal was erleben, hoffentlich. Ich meine, wir haben 9 Dynamit an Bord. Das ist ordentlich Sprengkraft, die wir jetzt hier haben. Damit können wir eine Menge Quatsch anstellen. Und das werden wir auch auf jeden Fall auch tun, denn ich will... Ey, ich will ein paar Items finden... Das wäre echt super. Wir sind ja schon gar nicht mal so schlecht ausgerüstet, was so Items angeht. Aber es gibt einfach noch ein paar Sachen, die wir wirklich noch brauchen könnten. Mir wurde ja schon mal gesagt, bau doch einen Enterhaken. Würde ich gerne, wenn ich mal von den Skeletten endlich so einen Haken oder was man da braucht, kriegen würde. Also, Ketten herzustellen ist kein Problem für mich. Genügend Eisen haben wir schließlich, aber diesen Haken, den man dafür braucht, den muss man ja finden, soweit ich weiß. Und ja, daran hapert es halt momentan noch. Wie dem auch sei, jetzt wird es schon wieder langsam Nacht, den grünen Schleim hier. Werde ich mal ganz frech einfach links liegen lassen und überhaupt nicht weiter beachten. Denn wir haben eine Mission und davon lassen wir uns natürlich nicht so schnell ablenken. Und ich habe das Gefühl, die Corruption kann auch hier über den Stein nicht herüberwachsen. Wie gesagt, das ist nur ein Gefühl. Ob ich recht habe, ist natürlich mal wieder eine ganz andere Frage. Und ich versuche jetzt einfach hier so schnell wie möglich durchzukommen, ohne irgendwie groß von diesen bösen Viechern hier angegriffen zu werden. So, die Chance nutzen wir mal hier gleich rüber zu springen. Also, wir müssen durch den großen See noch... Ah, jetzt sind hier die... So, die Stacheln schon wieder auf dem Boden gewesen. Ich habe die nicht gesehen. So, runter mit uns. Hier ist der See schon. Wow. Es ging schnell. Nochmal
schnell durch. So, war das jetzt hier... Ah. Nein, jetzt bin ich hier in einer total doofen Situation gerade. Boah. Immerhin habe ich gerade noch mal ein bisschen Luft holen können. So, das muss weg. Und wir springen rüber. Das war aber nicht... Nee, genau, ihr seht's, da sind schon... Ist schon Erde, da wollten wir nämlich wieder rauskommen dann. So, und hier ist jetzt das besagte Loch vom letzten Mal. Wo ich auch mal eben hier irgendwie gerne ein bisschen Licht hätte. Zumindest ein wenig mehr als uns unser toller Mining-Helm bietet. Und ich höre doch schon wieder einen Wurm und... Nein, oh Gott. Ich muss ganz schnell einen Trank nehmen. So, wo ist das Drecksviech? Ich höre den doch. Ich höre ihn, ich wusste es. Ich muss aufpassen, ich will ja schließlich nicht hier nach ganz unten fallen, sondern ich will wieder hier rauf, genau hier wollten wir hin. So, jetzt gehe ich erstmal hier in eine Position, wo ich hoffentlich den Wurm ablenken kann und abfangen kann. So, einen hat er schon mal mitgekriegt. Jetzt wird er gleich von rechts kommen. Oder von oben? Von unten! Du willst mich doch für doof verkaufen. Wo kommst du denn her? Das ist unmöglich. Da unten ist eine goldene Truhe, Leute, sehe ich gerade. Könnten wir uns auch nochmal irgendwann später beschaffen, aber ich würde mal sagen, Sphären sind doch ein wenig wertvoller als Truhen. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, wo kommst du? Ich wusste es doch. Komm doch gleich wieder runter, ja. Erstmal einen Heiltrank schnell nehmen. Und, ja, mit dem Boomerang den zu treffen ist immer ein bisschen schwer. Da unten ist er. Das heißt, er wird hier gleich genau, da ist er. Meine Güte, lass mich doch mal in Frieden, du blödes Viech. Ich will hier meine Sphären kriegen. Ah, ab mit dem Kopf. Geht doch. Meine Güte, war das dann so schwer? Da oben ist wieder diese Demonite-Bars. Und ich will jetzt erstmal zu den Sphären. Genau hier waren wir schon relativ weit nach unten. Ich muss erstmal einen Trank nehmen. Sicher ist sicher. Und dann muss ich irgendwie auch ziemlich schnell hier rauskommen. Wenn ich hier das Dynamit lege, schaffe ich es hier hoch, okay? Von hier schaffe ich es auch hoch. Das heißt, Dynamit erstmal ausrüsten. Wo legen wir es hin? Hier. Los, komm schon, Grants. Hoch mit dir. Yo, a horrible chill goes down your spine. Okay, eine Sphäre hätten wir. Und, wieder nur eine Muskete gefunden. Und ein paar Musketenbälle. Da hätte man sich ja doch nochmal mehr erhoffen dürfen. Aber wir werden auf jeden Fall hier gleich die nächste Sphäre auch noch freibomben. So. Och nö. Och nö, was mache ich denn jetzt? Jetzt werde ich... Nein, oh Mann. Oh, wieso? Wieso habe ich das getan? Oh Mann. So Leute, einer von euch darf jetzt gerne zu mir nach Hause kommen und mir einen auf den Hinterkopf verpassen, weil das war ja mal irgendwie die, weiß ich nicht, die stumpfeste Aktion des Tages auf jeden Fall. Zwei Dynamit verschwendet erstens, weil ich wusste, ich habe nicht dran gedacht, dass der das Ding so schmeißt, und dann wollte ich eigentlich schnell wegspringen und habe irgendwie nochmal geklickt, ey. Das ist, weißt du, wenn man erstmal so in Panik kommt, dann macht man irgendwie nur noch Faxen. Ah, das ärgert mich natürlich jetzt sehr. Aber wir haben noch genügend Platz. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch eine Sphäre gleich sprengen. Und das werden wir auch machen. Hier ist wieder ein Zombie, aber ganz ehrlich, die interessieren mich gerade herzlich wenig. Ich ärgere mich einfach nur, dass ich so eine blöde Aktion gerade gemacht habe. Oh Mann. Na okay. Abhaken kann man nicht mehr ändern jetzt. Aus Fehlern lernt man hoffentlich irgendwann mal. Obwohl man das teilweise auch schon aufgibt. Aber nichts passiert. Wir sind ja nur gestorben. Ach. So, mit der goldenen Truhe müssen wir uns auch nochmal was überlegen. Ich habe schon gesehen, dass die einigermaßen frei liegt. Also die ist gar nicht so krass zwischen diesen Appstone-Blocks oder wie die heißen, gefangen. Da könnten wir vielleicht rankommen. Nehmen wir mal mit Kupfer. Die Kupfermünzen.
So, und ich glaube, hier kann ich auch lang gehen. Das ist sogar schneller, genau. Okay, aber nachher ganz unten nicht, oder? Nee. Also muss ich jetzt doch wieder ein bisschen nach oben. Oh, da kommen wieder... Es regnet wieder Zombies. Meine Güte, das ist echt beschissenes Wetter, wenn es Zombies regnet. Das ist, da wird man doch unglücklich bei. Und mal eben auf die Zeit geschielt. Gerade mal 10 Minuten rum. Das heißt... Ah, hier ist auch die Corruption schon wieder. Also, alles easy, Leute. Alles easy. Das kriegen wir hin. Also, wir werden auf jeden Fall noch die eine Sphäre mindestens kaputt kriegen. Und da drüben ist noch ein Sternchen. Yay. Sammeln wir ein. Fallen Star nehmen wir mit. Rüber mit uns. Inzwischen wissen wir, wir müssen bis zu dem großen See, der von der Corruption einigermaßen verschont geblieben ist. Nur am Grund hat sich die Corruption natürlich ausgebreitet. So. Und wir springen gleich, hupp, gekonnt hier über den nächsten Eater of Souls. Und hier haben wir dann auch schon unser Lieblingsloch der letzten Zeit. Das hört sich natürlich auch sehr geil an, unser Lieblingsloch. Versteht mich bitte nicht falsch, Leute. Ich habe da überhaupt gar keine bösen Hintergedanken gehabt. Und hier müssten wir jetzt gleich aufpassen, denn upp, hier heißt es wieder, spring um die Ecke. So, ich laufe weiter bis zu unserem nächsten... Bis zu den Sphärenplatz, genau hier war der. Und ja, Dynamit ausrüsten. Und diesmal kein Selbstmordkomitee starten, hoffentlich. Wie sieht's jetzt eigentlich aus hier unten? Okay, erstmal die ganzen Appstone-Blocks hier einsammeln. So, wir könnten jetzt hier die nächste Sphäre ja auch kaputt machen. Das machen wir einfach... Ach, Boomerang hatte ich ausgewählt. Ich wollte schon sagen, was denn jetzt wieder passiert. So, Dynamit liegt da. Ich denke mal, hier dürfte ich sicher sein. Screams echo around you. Und Band of Star Power. So, damit haben wir jetzt ein neues Item. Immerhin, immerhin etwas. Meine Güte, mal gleich schauen. Oh, Slowly Regenerates Mana ist im Prinzip das gleiche wie, wir haben das Band of Regeneration. Und Star Power macht genau das gleiche in grün. Wie schnell regenerieren wir eigentlich? Joa, doch, so ein bisschen. Es reicht auf jeden Fall, wenn man gerade nicht angegriffen wird. Und hier mal eben, ich sehe schon, hier ist Erde. Das heißt vielleicht, wenn ich ein Dynamit jetzt hier nochmal gekonnt platziere, ungefähr so, oh weh, der Wurm drückt mich da jetzt rein, dann fange ich aber an zu weinen, ey. Also, was ich sagen wollte, wenn ich jetzt hier gleich auf Erde stoße, was ich jetzt hoffentlich geschafft habe, kann ich mich vielleicht zu der Truhe rübergraben. Ey, lass mich. Meine Güte. Ach, Gott. Wieso belästigt ihr mich immer so? Ja, Mana Regeneration werde ich aber noch nicht ausrüsten. Brauchen wir momentan einfach noch gar nicht. Was mache ich hier eigentlich? Ach, ich habe gerade Tränke genommen. Oh, so geht doch. Ich habe die ganze Zeit eigentlich gedacht, ich bin noch auf dem Boomerang. Aber denkste, Püppchen. So, wie sieht der Spaß jetzt aus hier? Da ist Stein. Das heißt, hier kann ich mich doch wieder durchbuddeln, ohne irgendwie Angst haben zu müssen. Und du Viech willst mich verfolgen, oder was? Lass mich bloß in Ruhe, geh weg. So, und jetzt bauen wir uns hier mal hoch. Genau, können wir ein bisschen Luft schnappen. Und dann, jo, kommen wir gleich zur Truhe auch noch. Meine Güte, ey, wir kriegen ja hier heute unverhofften Reichtum. Ey, ist das da oben? Ne, das ist... Ah, schade, ich dachte schon, das wäre jetzt Demonite. Oh, das wäre es natürlich noch. Und, hey, wo ist die Truhe denn hin? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Oh, ein Piranha wieder. War die Truhe nicht hier irgendwo? Hier war die doch, oder nicht? Leute! Sagt mir jetzt nicht, dass ich hier irgendwie mir Sachen einbilde. Ich höre auf jeden Fall, dass wieder ein Wurm gleich kommt. Denn an den Ohren habe ich dann doch noch nichts. Ah. Schnell mal eben. So, das sollte reichen. Oh, geh weg von mir. Ich sollte mal eben... Ich gehe nochmal nach oben und schau nochmal, ob ich die... Oh, oh, Mann.
ob ich die Truhe von oben wieder sehe. Ich bin einfach nicht der Typ hier für die Corruption. Kann man sagen, was man will. Die Würmer hier, die gehen mir so weit von auf den Zeiger. Das ist nicht mehr feierlich. Der kommt doch hier gleich schon wieder. Ich höre das doch. Da ist er. Nee, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich muss auf jeden Fall erstmal schnell wieder einen Heiltrank nehmen. Da kommt er und... Ach, Mann. Jetzt geht doch. Meine Güte. Immerhin eine Silbermünze und ich muss schon wieder einen Heiltrank nehmen. Egal, ich sag mal, wir haben so viele noch zu Hause. Davon werden wir jetzt auch nicht umkommen. So, das heißt... Ey, meine Güte, lass mich in Ruhe. Nee, das gibt's nicht. Die Viecher, die sind so penetrant und... Die wollen einen einfach das Leben zur Hölle machen. Das ist deren Aufgabe. So, sehe ich die Truhe jetzt von hier oben? Oder wie sieht's aus? Kann doch nicht sein. Da, hier hinten ist die. Himmelswillen. Das ist ja ein... Das ist ja... Uiuiui, das ist ja richtig weit. Okay, das sind also ein Bildschirm schon mal mindestens. Zwei bis drei Bildschirme fast müssen wir da noch rüber. Aber da... Versuche ich mich jetzt wirklich dran. Ich will das Ding jetzt eigentlich bergen gerne. Ich meine, jetzt haben wir hier schon unseren Durchgang gebaut, haben noch einen Dynamit dafür verschwendet. Also müssen wir das jetzt auch uns schnappen. Das geht gar nicht anders. Das heißt, wir bauen uns hier mal weiter durch den Dreck. Kupfer lassen wir einfach mal links liegen. Und wir können hier so lange graben, bis wir hier ein bisschen Luft kriegen wieder. Ah, dauert wohl doch noch ein Momentchen. So. Gehen wir hier hoch, haben wir wieder trockene Füße. Da oben ist die eine Sphäre, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und da rechts ist diese Blinkroot. Und da müsste dann eigentlich auch die Dingens sein, die Truhe. Ich baue mich mal schon mal ein bisschen so nach oben. Obwohl wir das auch gleich senkrecht machen können und mit ein paar... Plattform arbeiten könnten. Und, jo, hier ist sogar noch eine Truhe. Meine Güte, das lohnt sich ja immerhin. Immerhin, immerhin. Also, es gibt einen Magic Mirror, den haben wir ja schon. Egal, nehmen wir nochmal mit. Ja, jetzt habe ich wieder so viel Scheiße dabei. Appstone Blocks, die brauchen wir eigentlich ja eh nicht, oder? Obwohl die Glow Sticks, die brauchen wir noch weniger. Das heißt, wir nehmen natürlich hier den Magic Mirror mit. Bomben würde ich schon gerne mitnehmen. So, was brauchen wir noch nicht? Musketenbälle haben wir hier noch. Eisen. Drei Kupfer könnten wir wegschmeißen eigentlich auch. Oder? Appstone. Stone. Hier ist auch nochmal Appstone. Also so viel Appstone braucht noch kein Mensch. Die Fackeln können wir auf jeden Fall nicht mitnehmen. Super. Ey, was ist denn jetzt los? Ah! Meine Güte, was soll das? Kann man hier nicht mal in Ruhe irgendwie seine Sachen einsammeln oder wie, die ich mir ehrlich verdient habe, weil ich hier mein Leben riskiere. So, das brauchen wir nicht. Ah, die Bomben will ich schon mitnehmen. Jetzt hatte ich doch... Ah, jetzt habe ich diese Glowsticks wieder eingesammelt. So, geht doch. Gut, ich würde mal sagen, Leute, an dieser Stelle machen wir dann erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.